Kapitel 7. Kappa! Jetzt bist du in meiner Welt rotes Lichtchen. Ja, ja. Müssen wir mit dem wirklich hinterher? Aber was ist mit Kappa? Was ist mit Kappa? Kapitelfortschritt gespeichert. Ist aber echt schön hier gerade. Ist das das Ende eines tapferen Fuchses? Oder ist dies erst der Anfang vom Ende? Ist das das Ende einer Reise, der Beginn einer neuen? Warum schweben die Bäume? Ich habe natürlich hier bei diesem ganzen Erkunden nicht vergessen, gibt es nichts zu entdecken. Kann ich hier runterspringen? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Aber das kann doch nicht. Oh, unser Kappa war so ein lieber Hund. Der hat so viele Stöckchen zurückgebracht. Also Fuchs, ist egal. Ich meine, sein Geist ist ja immer noch unterwegs, aber trotzdem. Och. Spirit Dash, missglückt. Aber trotzdem, oh, ich will nicht, dass der da liegen bleibt. Kann ihn bitte jemand aufsammeln? Doch, komm schon. Wirklich so ein framegenauer Sprung. Ich kann hier sowieso, glaube ich, nicht viel machen. Wo ist das rote Vieh jetzt hin? Ich will zurück zu Kappa. Zu unserem roten Kappa, nicht zu unserem Geisterkappa. Hallo, ich habe doch eben B gedrückt. Muss ich hier noch irgendwas triggern? Nö. Also wenn wir da jetzt unseren Kappa liegen lassen, dann ist das Ende scheiße. Entschuldigt den Kraftausdruck, aber wenn das jetzt das Ende ist, dass wir uns so einen schönen Fuchs nehmen, nachdem der einem echt ans Herz gewachsen ist. Oh, schön. Nordlichter. Naja, so richtig nicht, aber das ist schon eher ein Gebiet für unseren Kappa. Hier kann er sich austoben. Hat frisches Wasser. Bäume, bei denen er sich verstecken kann. Kann sich ein Nestchen bauen. Muss ich nur noch eine schnucklige andere Füchsin suchen. Und dann können die Kleinen hier rumtoben. Halt nur noch gucken, dass sie was zu essen ergattern. Haha, unser Kappa ist Jesus, der kann übers Wasser laufen. Oder ist zumindest ein Jesus-Tier.
Okay, das macht mehr Spaß, hier alles abzusuchen als gedacht. Zum Glück habe ich hier unendlich Ausdauer als Seele. Die Frage ist, wo ist das rote Lichtchen hin? Ist hier jetzt nur ein Wald? Ich glaube, ich habe es verloren. Jetzt ist nur noch wirklich absuchen. Na gut, ist aber kein Problem, ist trotzdem hier schick. Stöckchen! Stöckchen! Kann ich nicht nehmen, schade. Aber als Geist kann ich, glaube ich, generell so wenig. Außer Jesus-Style übers Wasser laufen. Also wenn sich unser Kappa jetzt geopfert hat. Um diese Pestbollen irgendwie zu besiegen und den dann am Ende doch Ellie... am Erliegen war, dann ist das ziemlich gemein. Okay, ich muss die Statuen alle aktivieren, ich verstehe. Und dann fangen die an zu leuchten, okay. Die Frage ist nur, wo sind die ganzen Statuen? Hoffentlich können wir unseren Kappa retten. Es sieht aber auch einfach wunderschön aus. Es ist schon schön, es ist richtig schön. Auch hier generell, dass es alles jetzt so einen Blauton hat, finde ich echt gut gemacht. Ist natürlich hoffentlich jetzt kein böses Ende, sondern wir können unseren Kappa wieder zum Leben erwecken. Hoffe ich zumindest. Weil wenn das jetzt irgendwie das Ende wäre, dass die Seele irgendwie, der Geist von unserem Kappa irgendwie weggelockt wird, so dass er sich nicht mehr um ihn kümmern kann. Das wäre natürlich nicht so schön. Ach, wen haben wir denn hier? Hallo, Mr. Geist. Ich habe keine Ahnung, was du hier machst. Aber ihr scheint offenbar in Harmonie mit dem Füchsen hier zu leben. Das gefällt mir, das ist nett. Den Wasserfall runter. Wird wahrscheinlich so kommen. Nö, irgendwie nicht. Vielleicht diesen Wasserfall. Nee, unsichtbare Wand sagt nein. Was ist hier? Hier gibt es auch eine unsichtbare Wand. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Haben die mich hier nur hergeschickt, um irgendwie die Statuen mal zu... Um die Statuen alle zu aktivieren? Ich fände das jetzt ein bisschen komisch. So will, kriegst halt auch wirklich keine Hinweise. Es muss alles mit Try und Error, mit Try, nicht mit Try, sondern mit Try, T-R-E-I, Try, mit Try und Error selbst halt irgendwie
machen. So, das wäre natürlich jetzt eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt alle Statuen irgendwie abgeschlossen hätten. Dann müssten wir alle Statuen abgeschlossen, dann müssen wir zurück und können dann unseren Kappa wieder zurück zu den Munteren holen. Ja, ich habe den Grafikbug hier eben gerade gesehen. Fehlt ein paar Texturen. Das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Gut. Dann gucke ich mich hier nochmal in Ruhe um. Gefühlt gibt es hier aber auch sonst nichts, ne? Nicht, dass ich irgendwas übersehen hätte. Ich laufe ja nicht umsonst hier in den Zickzack rum. Ich nehme mir einfach die Zeit und gucke mir alles nochmal an. Da hinten ist noch eine Statue. Ich weiß nicht, ob die schon leuchtet. Ich glaube es aber. Ich bin mir aber nicht sicher. Gefühl habe ich jetzt alle Statuen durch. Da hinten vielleicht noch, aber ich glaube nicht, da war ich nämlich. Da bin ich mir sehr sicher. Oh, die Musik ist einfach wunderschön. Generell die Landschaft. Komplett. Es ist einfach ein schönes Spiel, so das muss man nur mal so sagen, unabhängig jetzt, ob das Ende jetzt gemein ist oder nicht. Ich glaube aber, wir sind jetzt so wirklich langsam am Ende angelangt. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Hier laufen also noch ein paar Seelen rum, die wir befreit haben. Wir haben nicht alle befreit. Es wäre schade, wenn das offizielle Ende erst dann kommt, wenn man alle Seelen gefunden hätte. Das wäre, glaube ich, ein bisschen extrem. Sag mal, habe ich wirklich alles? Ich habe so das Gefühl, dass der Wald ist unendlich. Ich gucke mal, ob es hier noch ein paar Statuen gibt, die ich übersehen habe. Nochmal rein. Hier gibt es noch eine Statue. Habe ich die Statue wirklich so krass übersehen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Gegend, die schon eher einem Fuchsrevier gleicht, ist dieses Jagen nach den Statuen eigentlich schon ziemlich cool. Das gefällt mir für mich gerade selbst wie so ein kleiner Fuchs auf der Jagd. Nicht nachdem gejagt wird, sondern... Und dass er selbst so ein bisschen am Jagen ist. Zwar nach den Statuen.
Die Frage ist nur, habe ich alle? Wie viele Statuen muss ich denn aktivieren oder reaktivieren? Je nachdem, was mache ich mit denen? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich wollte doch nur zurück. Und nicht durch ein komplett neues Waldgebiet. Hier ist noch eine Fuchsstatue. Okay, das habe ich befreit. Ich hoffe, ich muss es nicht in irgendeiner... Warte mal, muss ich dem Licht folgen? Wieso das Gefühl, ich muss diesem komischen Licht hier folgen. Und hier in der Nähe gibt es eine neue Statue. Das geht nämlich nur bis hierhin. Bin mir aber nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Deswegen gucke ich mich einfach mal selbst so ein bisschen um. Doch, ich muss dem Licht hinterher folgen. Okay, dann haben sie es doch nicht ganz so gemein gemacht. Okay, hier gibt es noch... Da leuchtet was. Die Frage ist nur, was leuchtet da? Gibt es hier noch... Nee, hier ist nur ein umgefallener Baum. Das ist komisch. Warte mal. Irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie alles so ein bisschen komisch an. Ah, ein Leuchtfeuer. Da ist natürlich die Frage, wo will ich jetzt zunächst lang? So sieht also wahrscheinlich die Welt aus, bevor wir hier überall durchgegangen sind. Sieht für mich schon fast so aus. Dass die Welt so aussah, als die Menschen noch verweilt haben. Ja, die grüßen alle, das ist okay. Ich scheine den kleinen Fuchs echt als kleinen Gott zu verehren. Ah, okay. Hier bin ich wieder. Okay, 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 okay. Hier kann ich nichts machen. Was ist hier? Ich glaube, dieses Licht muss ich genau dahin... genau dorthin verfrachten. Die Frage ist nur, wo ist das? Oder wie kriege ich das am besten hin? Weil da muss ja noch irgendwas fehlen. Sonst würde das Licht, was wir hier ja die ganze Zeit verfolgen, auch hier lang gehen. Ich finde es cool, dass sie den Fuchs grüßen. Das ist schön, das hat was Friedliches. Es ist wirklich schön hier. So an sich. Die Frage ist nur, wo ist dieses Licht? Nicht, dass es nur temporär da ist.
Ich habe das Gefühl, dass den Lichtstrahl, den ich suche, der ist weg. Was ich ein bisschen komisch finde. Ich sehe den auch nicht im Hintergrund. Ich habe auch gerade, ich muss eine Sache gerade gestehen, ich habe auch gerade jetzt keinen Orientierungssinn mehr. So, dass ich sagen könnte, okay, ich weiß jetzt, wo ich bin. Ich weiß, dass ich hier schon mal war. Wegen dem Baumstamm. Die Frage ist nur, bleibt das Licht? Na gut, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen treu doof. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach mal über den Baumstamm weiter zu den zwei Fuchsfeuern nach links. Da, wo ich nicht gewesen bin. Ne, ich muss über den Baumstamm. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da nochmal woanders dahin komme. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn ich über das Wasser laufe, dass ich dann nochmal irgendwie die Klippen hoch kann. Das Licht bleibt nicht auf Dauer. Das bedeutet, ich muss es jetzt einfach mal nachjagen. Jetzt verlischt's. Es geht bis hierhin. Das bedeutet, hier in der Nähe muss doch irgendwie... Muss da noch irgendwas geben? So eine Fuchsstatue oder so, die mir das nächste Licht weist, wo ich lang muss, wäre schon ganz nett. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das gerade ein bisschen ausbleibt. Na gut, auf der anderen Seite, wenn man es genau betrachtet, ist dafür der Weg relativ eintönig gerade. Das bedeutet, ich kann nicht wirklich woanders da lang. Na gut. Dann will ich hier mal links lang. Ich war hier jetzt schon größtenteils überall gefühlt. Noch einer. Ist hier noch irgendwas? Nicht, dass ich wieder zurücklaufe. Aber das sieht nicht so danach aus. Bin durch einen Engpass zurückgekommen, okay. Na gut, na gut. Schon wieder eine Stunde am Aufnehmen, knapp. Das ist aber jetzt die letzte Statue. Wo führt die mich hin? Ich verstehe es nicht wirklich, was ich hier machen soll.
ich doch eigentlich schon. Warte mal. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht hier lang muss. Aber bei dem war ich doch schon. Vielleicht sollte ich mal hier lang gehen. Obwohl, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nein, 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 nein. Noch. Och Mann, das war gemein. Und dumm. Ach komm schon. Ich habe unseren Kappa nicht vergessen. Sag mal, ist das jetzt ein anderes Gebiet? Hallo. Okay. Irgendwie. Hä? Ich meine, es ergibt noch nicht mal wirklich Sinn, sage ich ganz ehrlich. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwo Sinn ergibt, wo ich lang muss. Da hoch irgendwie. Ich habe so das Gefühl, die scheuchen mich von einer Ecke in die andere. Wenn es wenigstens so einen klaren Faden geben würde, würde ich sagen, okay, aber... So, ich muss jetzt irgendwie da hoch. Warte mal. Und jetzt nach oben. Jetzt irgendwas getriggert? Okay, das sieht echt cool aus gerade. Okay, die Stadt sieht nicht schlecht aus. Die Menschen da drin auch nicht. Ich hab so das Gefühl. Okay. Macht irgendwas. Hallo? Wenn die Leute mich schon so grüßen, dann ist es klar. Ah, hier kann man speichern. Da bist du. Du kleines, räudiges, rotes Licht. Du hast meinen Kappa in die Pest gelockt. Liegt der arme Kappa. Und jetzt können wir den
Ist das unsere Geschichte? Ist das die Geschichte von Kappa? Hey, die machen jetzt irgendwas. Das ist okay. Ja, die haben uns wiederbelebt. Yay! Juhu! Kommst du mit? Ja, komm mit! Oh, super! Supi, er ist wieder bei uns. Wunderbar. Warte mal, hier ein Stöckchen? Nein, okay. Gut, mal gucken, ob ich hier wieder... Ja, kann ich. Nein, es ist zu. Komm, Kappa, komm. Trixi und Kappa, hm? Komm mit, Trixi. Das ist schön. Trixi und... Das ist gut. Das ist schön. Trixi und Kappa. Das sind zwei schöne Füchse. Okay, das sieht echt geil aus. Komm, Trixi. Fang mich, komm, fang mich, fang mich, fang mich, fang mich doch, fang mich doch. Ah, schön. Ich bin schneller als du. Oh ne, doch nicht. Eieiei. Ja, das Balzverhalten darf natürlich nicht fehlen. Als Jagd. Jagdtrieb. Oh, schön. Finde ich super, dass wir das noch hingekriegt haben, den wieder zu beleben. Das wäre echt traurig gewesen, wenn wir unseren Kappa jetzt auch im Geiste verloren hätten. Schön, dass die beiden wieder auseinander sind. Und dass wir jetzt derjenige sind, der den Weg vorgibt. Geht es noch bitte länger? Trixi, komm, 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 komm. Ah, super. Ich freue mich. Da? Ja, die verlässt uns nicht. Super. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich so sehr. Trixi und Kappa, die toben jetzt mehr. Durch die Wälder auf der Geisterbahn der Seelen kann man sie nicht verfehlen. Nee, komm, ich lasse es lieber. Dafür bin ich dann doch nicht fröhlich genug. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön. Ich hoffe, dass das Ende auch so bleibt. Trixi, kommst du? Super. Aufmachen. Trixi und Kappa, die sind hier jetzt da. Die sind hier jetzt da. Mach den Weg frei. Bitte, das ist klar. Yay! So, das ist jetzt die Frage. Okay, der kommt mit. Und wo müssen wir jetzt lang? Ist wieder hier hin. Habe ich die Seele von Kappa befreit? Spirited away. Oh, das ist cool. Schön. Trixi und Kappa. Kapitel 8. Wieder gibt's noch bei... Oh, bei. Zeige mir den Weg. Trixi. Das ist jetzt unser Trixi. Fertig. Das ist jetzt unser Trixi. Punkt. Trixi, kommst du? Nein, ich habe keinen Spirit mehr. Oh nein. Naja, wird schon hoffentlich wieder was geben. Und wir sind jetzt wieder in der normalen Welt.
Schaffst du das, Trixie? So, die Frage ist, wo finde ich jetzt nochmal ein paar Blümchen? Vor allem, wo sind wir hier? Warte mal. Nee, von da kam ich. Das war also das... Ah! Jetzt weiß ich's. Glaube ich, das ist also die Welt, die wir eben als Geister besucht haben. Nein! Ich habe meinen Geisterschweif verloren. Gibt's hier noch ein paar Blümchen? Kommst du, Trixie? Komm, bisschen schneller. Trixie interessiert sich nicht für mich. Ja, Kappa, da musst du aber mal... dir ein bisschen Mühe geben. Nein, die wird schon kommen. Ist das dein Körper, Trixie? Bist du das? Ich verstehe. Und die zwei Füchse wieder vereint. Oh, das ist cool. Das ist eine schön. Oh, ist das schön. Ist das schön. Und es sieht wunderbar aus. Und sie leuchten beide wieder blau. Oh, wie schön. Oh, wie geil ist das denn? Oh, ist das wunderbar. Ist das wunderbar. Ja, und jetzt? Nordlichter! Oh, wie süß! Oh, wie geil ist das denn? Infuse Studio. Oh, wie schön ist das denn? Das ist cool. Tyler Christensen, Jacob Sutton. Oh, ist das schön. Oh, guck mal, wie sie... Komm, Trixie, fang mich! Merch, published by Merch. Powered by Unreal, Original Soundtrack. Joseph Gifford. Engine... Consolation, Head Crash Industries, Fox Model, Gifu und Animation, Games in Motion. Oh, ist das schön. Oh, ist das super. Player Testers, Janelle Christensen, Victoria Sutton, Colton Aiken, Brandon Helmer, Spencer Helmer, Josh Garrett. Oh, es ist ein wunderschönes, schönes Spiel. Kommt. Oh, die Trixie ist aber auch nicht schnell. Auch oh, wie geil ist das denn? Das ist ja super. Ja, Epic Games? Free Times, okay. Pixel Perfect Polygons. Oh, schön. Können wir eigentlich... Ah, die Statue ist toll. Other Noble. Ja, ich kann jetzt nicht alle vorlesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein schönes Spiel. Special thanks to our supportive families and friends and to all our patent and Tastic fans. Auf jeden Fall, ihr habt das super gemacht. Thank you for believing in me and this game from the very beginning. You made a faint dream about a vivid reality. There's a truly the more without you. Alles klar, Janelle. Victoria, through all the ups and downs, the devout spirit of the North, you stood by me with a complete support. Auf jeden Fall. Wir hoffen, dass dir Spirit of the North gefallen hat. Möchtest du weiterspielen? Ja. Schön. Thank you for playing. Ja, auf jeden Fall. Danke für das schöne Spiel. Oh, das ist super. Es ist wunderbar. Ich finde es cool, dass die beiden jetzt...
doch zueinander gefunden haben, dass der eine, die das, man hat ja am Ende der Story immer gesehen, dass es zwei Füchse gewesen sind und dass die ja dann doch so ein bisschen verehrt wurden. Und der eine Rotfuchs und der andere weiße Fuchs, also so erinnert mich so ein bisschen an dieses Yin und Yang. Und dass sie jetzt hier so die Nordlichter repräsentieren und dass sie das Rote, weil die irgendwie getrennt voneinander waren, dass sie jetzt anfingen und diese zwei Statuen, die getrennt waren und dann dieses rote Licht erzeugt haben, was so ein bisschen Unheil bringt und dann auf... Boah, ich muss erstmal was trinken, du. Und dieses ganze Hin und Her und jetzt sind sie halt wieder an ihrem Platz und die Statuen sind zusammen und oh, wunderschön. Vor allem auch jetzt hier, dass sie hier frei rennen und ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das Let's Play, es war ein relativ kurzes, glaube ich, also so viel ist es nicht. Obwohl ich ja auch schon heute sehr, sehr viel aufgenommen habe, also insgesamt 5 Stunden, das ist, wow, muss erstmal hinmachen. An sich ein sehr schönes Spiel. Jo, also Kappa und Trixi verabschieden sich und positive Bewertungen teilen, alles Mögliche gerne gesehen, wenn euch das Spiel gefallen hat. Macht's gut, ich bin euer Kraftwallner und ich muss jetzt, brauche jetzt erstmal ein Päuschen. Ich muss das schöne Spiel erstmal, das Ende von diesem schönen Spiel super erstmal, ja, verkraften. Bis dahin, macht's gut, ciao mit V.